Hallo und willkommen zurück bei Lightyear Frontier. So, wir gucken jetzt erstmal, wir wollen gezielt den hier, das heißt 5 Eisenteile, und gezielt den hier. Also 2 Elektronik aus Stahl, 2 Batterien. Wir werden beide bauen und dann ziehen wir los. Also 2-mal Elektronik aus Stahl. So, dafür brauchen wir Zappendinger. Okay. Kupferdraht. Tun wir mal ein bisschen herstellen. Eisenteile. Ja. Davon brauche ich aber 5. Reicht nicht. Deswegen kaufen wir die noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt auf die Zappenzweige warten. Wir machen das jetzt ganz einfach. Das heißt, ganz einfach. Keine Kohle mehr. Ich werde jetzt einfach die Tage skippen. Bis das Ding da fertig gewachsen ist. Zack. Kann vor Mittag nicht schlafen. Na gut, vielleicht auch nicht. Was machen wir denn als Alternative? Blaue Kristalle holen? Hm. Come on up and take a look. Ich könnte ein paar Samen kaufen. Dass ich auf Dauer auf jeden Fall genug Samen habe. Deal. Sold. Nice choice. Deal. Deal. Nice choice. Kaching. Nice choice. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viel Deko. Ich habe mir die R geholt, wenn das Haus fertig ist, damit ich dann das upgraden kann. So, haben wir schon Mittag? Immer noch nicht. Ich nehme hier mal nichts an, irgendwie ist das eh unnötig. Aber bevor ich hier einfach sinnlos rumstehe... Ja, komm. Holen wir noch mal ein paar blaue Kristalle von Eisen. Kohle wäre nicht schlecht. Leider nicht sehr viel nachgewachsen. Ich habe aber auch nicht gefüttert. Hoffen wir mal, dass die Kohle nachgewachsen ist, weil dann holen wir die noch. So lustig, ich höre den Regen und das Gewitter, ich sehe ihn nur nicht. Aber es kann sein, dass das am Early Access liegt. Dass sie halt die Geräusche schon vorbereitet haben, aber die haben zwar den Regen, haben wir ja schon gesehen, aber das ist vielleicht ein anderer Regen, ein Gewitter, ein bisschen heftiger. Ah, oh, verdammte Kacke, ey. Und das haben die nicht. Deswegen sieht man jetzt auch nichts. Auch nicht den Regen, weil das ein anderer Regen sein soll.
Wir wollen die Kohle. Und dann haben wir Mittag, können wir schlafen. Ich einfach ein Aluminium rum. Oh, die Kohle ist zum Glück perfekt. Komplett neu. Roten Kristall nehme ich mal nicht mit. Genau wie das Titanium. So, ab ins Bettchen. Good morning, sleepyhead. I'm feeling really good about today. Bet we'll run into something amazing. So. Wir fangen natürlich an mit dem Planten. Wir fangen mit den Sapsen an. Das nächste Mal mit dem Chroma-Mais. So, dann machen wir hier die hier wieder. Can't wait to see it grow up. So, die. Fresh soil, neat seed. Ha! Into the soil it goes. Gut, bewässern. Das ist auf jeden Fall praktisch, wenn man die in der Nähe hat. Wäre schön, wenn die selber die Dinger bewässern könnten. Weil ich das nicht machen muss. Sprinkler brauche ich. Ich habe auch gehört, da muss ich immer an Stardew Valley denken. Stardew Valley hat ja auch einen riesen Aufschwung wieder bekommen wegen einem neuen Update. Ich habe selber noch nicht reingeguckt, ich habe es nur gehört. Das ist das Problem, da kriegst du direkt wieder richtig Bock.
So, was fehlt? Some things you just have to do yourself. So, die Eisenteile. Elektronik und Batterien. So, zweimal die Batterie, zweimal die Elektronik. Und jetzt brauchen wir Chromamais. Ich könnte das zwar hier reinmachen, aber ich habe ja die Fraktilwaren eh noch nicht. Also bringt mir das noch nicht. Dann spare ich doch lieber hier auf die hier. Ich brauche nämlich 10 insgesamt. Ich könnte natürlich jetzt noch auf die anderen gehen. Fünf Batterien. Kriege ich 5 Batterien hin? Solange die hier brauchen mit diesem Chroma-Mais. 5 Batterien. Geht. Ich würde sagen, dann pennen wir auch direkt. Und wieder der Tag rumgeht. Aber erstmal haben wir die 5 Batterien. Ein Sapperöl und ein Eisenrahmen. Ein Sapperöl und ein Eisenrahmen. So, wir pennen. Good morning, sleepyhead. Why don't we try and plant some seeds today, huh? Always good to have more crops in the harvest cycle. The harvest is in danger. Naja, so kommen wir zumindest immer regelmäßig giftige Sporen. Ist zwar ein bisschen nervig, aber... Huch!
Werde ich fast hier dünn. Oh, das wird tatsächlich sogar weniger da drin. Dass das da drin weniger wird, ist mir nie aufgefallen. Das sieht hier schon bewässert aus, ich tue es trotzdem. Das heißt es dann morgen... Kein Wasser gehabt. Ich wachse nicht. So. Wie viele Eisenteile gehen jetzt? 6. Kann ich 1 schon mal machen? Jetzt müssen wir wieder warten. So, als erstes bitte den Schleim. Stahlrahmen und Wachs. Das geht, also wird, nee. Nee. Ja, den könnten wir machen. Eisenrahmen 5. Nee. Nee. Eisenrahmen 5. Eisenteile 5. Wäre cool, wenn wir den auch hätten. Also Eisenrahmen 5, Eisenteile 5. Eisenteile 5, Eisenteile 10 also. Eisenteile 10. Eisenteile 10. Eisenrahmen 5. Mehr können wir nicht upgraden im Moment. Eisenteile 10, Eisenrahmen 5. Eisenteile 10, Eisenrahmen 5. So, Eisenrahmen 5, Eisenteile 9. Eisenteile 9. Wieder Mittag, wir könnten wieder dingsen. Also wenn ich den Tag her vorübergehe, dann kann ich hier ganz schnell die Dinger machen. Komm, mach hinne. So, jetzt kann ich den einen zumindest schon mal fertig machen. Dann schlafen wir wieder. Dann müssten die, die da drin sind, durch sein.
Kann ich Erdhügel erschaffen? Let's get this show on the road. So, jetzt wird gepennt. Hey, hope you're well this fine morning. The weather's real nice. Let's get out there and seize the day. So, bevor ich gieße, am besten nochmal hier die Chroma-Dinger rein. Ja, dann können die nämlich direkt hier wieder neue machen. Guck, hier scheint einer nicht bewässert worden zu sein. Da auch. So, das machen wir jetzt ganz einfach. Wir düngen die. Hat wohl nicht geklappt. Also ist zumindest das grüne Feld nicht weggegangen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das nicht weggehen soll. Aber wir machen es mal so. Ha! Wie? Ach so, das geht jeweils nur 10? Ja, das ist ja lame. So, ich brauche noch 9. Gut. Können wir eins schon mal machen? Perhaps a more light-footed approach is needed here. So. Nope. Nee. Ja, noch 3. Wir haben noch morgen, müssen noch warten, bis wir Mittag haben. Dann können wir noch mal pennen, dann hätten wir wieder Ressourcen. Noch 2. Also noch einmal 10, das heißt, wir müssen so oder so auf den Morgen warten. Komm schon, wird Mittag. Schade, dass man laufen und nicht abbrechen kann. Habe ich 10 Weizen? Den 10 Weizen machen, na? You'll do it? Much obliged. So, wir haben Mittag. Auf geht's.
shot, exo-farmer. Why don't we try and plant some seeds today, huh? Always good to have more crops in the harvest cycle. Das ist ja so nervig. Anscheinend wurden hier mehrere nicht bewässert. Noch einen. Aber ich mag das nicht, wenn ich jetzt anplante. Kann ich die wieder nicht alle gleichzeitig ernten? Ärgerlich. Ich werde jetzt auch nur die beiden. Great shot. Not shooting. Fresh soil, neat seed. Die anderen habe ich jetzt keine Lust. Hola. Vielleicht habe ich ja mal See Glück. You like? Oh. Paar Zabasamen. Catching. Coming right up. Vielleicht haben die irgendwann mal neue Samen. Und dann habe ich wahrscheinlich kein Bye Geld. Now. Ich meine, Weizen haben wir ja auch nur dadurch bekommen. Weil die Chromasamen kann ich direkt wieder reinklatschen. So, ist der hinten jetzt mal fertig? Verdammt! Ich habe wenigstens gehofft, dass der doppelt rauswirft, aber nein. Oh! Hat aber gereicht. Er hat vielleicht doch doppelt rausgeworfen, immer nur auf dieselbe Stelle, deswegen sah das aus wie eins. Waren dann aber Ende 5. So, dann können wir jetzt in der nächsten Folge weiterziehen. Yay, endlich weiterziehen. Das heißt, nächste Folge werden die Gebiete geklärt. Und würde ich auch sagen, also bis dann.